Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Empyrean. Wir gucken mal, was hier drin ist heute. Oh, ein Shop. Was gibt's denn hier? Kreuzschere. Oh, eine Wupper-Karte. Ich hätte gerne einen Wupper. Wupper sind sehr fein. Okay. Kann mir nichts so wirklich davon leisten, aber gut zu wissen. Schön. Oh, da ist noch ein Haus. Guten Tag. Was passiert, wenn ich kriege Ärger? Das ist bestimmt schlechtes Karma. Ah, ich wusste, das ist schlechtes Karma. Ich wurde von einem Ninja angegriffen. Oha. Oha. Zen-Kopfstoß. Ha. Sehr schön. Cameron, oh, Ice Cameron, ouch. Ich wollte meine Zornesklinge weitermachen, oh. Jemand hätte seine Pokémon heilen sollen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wer dieser jemand ist, kann mich nicht erinnern. Ich kann mir nicht vorstellen, wer dieser jemand ist, der seine Pokémon hätte heilen sollen. Ah, Glück gehabt. Bonita. Okay, wir bleiben drin. Zum Glück ist das Level 30er. Dass ich einfach langsamer bin als so ein blödes Bonita, ne? So. Slam. Nee. Ja. Wer war dein Lehrer? Nun. Wir treffen uns wieder. Okay. Irgendwas zum Heilen, wenn es da einen Shop gibt, dann gibt es vielleicht auch was zum Heilen. Das wäre doch was. Quapsel. Okay, vielleicht heile ich dann mal, auch wenn ich keinen Beleber habe. Wird schon. Wo bin ich denn? Ah, hier geht's nicht weiter. Gut. Das ist eine Sackgasse. Auch schön. Kommt man denn zu dem da? Da, Schwester Choi. Ah, bitte. Heilen Sie mich. Aber ich muss mir das erst verdienen. Oh, was ist das? Käferunlicht. Aber ist das nicht Sand? Hat es da nicht Sand? Ich bin ja effektiv dagegen, wenn es Unlicht ist. Ist das normal? Hat das... Naja, das hat keine spezielle Form. Das ist ja wild. Oh. Das war ein bisschen viel Schaden. Es ist nur Regen im Hintergrund zu hören. Das ist auch sehr entspannt. Level up. Oh, Antikraft. Aber du bist gar kein Stein-Pokémon. Das macht gar keinen Sinn, die Antikraft. Level up. So, vielen Dank fürs Heilen. Hat sie jetzt geheilt? Okay. So, dann gehen wir mal zurück in den Sumpf. Oh, was ist das? Aha, ein nasser Stein. Cool. Das ist ja ein gutes Item. Ich kann nicht laufen. Wie kommt man denn da hin? Ach, über den Pilz. Ich muss über die Pilze laufen, okay. Das trifft sich nicht so gut. Oha. Niemand will hören, wie du singst. Auf Wiedersehen. Fies von mir. Ah. Habe ich denn da irgendwas gegen? Ja, klar, ich habe eine Pflanze. Ja, mach das weg. Sogar one-hitted, oha. Ich habe nicht gelesen, was kommt. Oh. No. Habe ich fast ein schlechtes Gewissen. So. Haben wir. Oh, Zitewasser. Warum? Warum tust du mir das an?
Ich meine, du bist ein Eis-Pokémon, aber mach mal das Wasser heiß. Was soll das denn? Wasser-Eis-Pokémon, das kann keine Wasserattacken lernen. Warum kann ich hier hinten hingehen? Was ist hier hinten? Warum kann ich hier hin? Hier muss doch irgendwas sein. Oh. Oh. Das ist ein wildes Pokémon. Ja, weil das wild ist. Auf Wiedersehen. Aber es passt irgendwie in so einen Sumpf, finde ich. So, dann... Ach, da oben war ich auch noch nicht. Tschüss, habe ich gesagt. Tschüss. Danke. Hi, willst du nicht kämpfen? Okay, ich habe das coolste Pokémon aller Zeiten. Einfach Arceus. Nein, Marmutel, ich hasse Marmutel. Toll. Schön für ihn, dass er meint, das wäre das coolste Pokémon aller Zeiten. Ich will es trotzdem nicht bekämpfen. Mammutel und Empoleon. Nein, danke. Wenn ich die schon im gegnerischen Team sehe, habe ich schon direkt keine Lust. Und dann meint er, er hat das coolste Pokémon und er hat einen von den Affen. So unsympathisch. So unsympathisch. Das gibt's gar nicht mehr. Buh. Buh. Auch noch gecrittet. Wow. Du machst es echt nicht besser. Kein Schaden, schön. Komm schon. So. So knapp kein Level up. Das ist ja gemein. Au. Au. Das hat nicht mal weh getan. Einfach 4 Schaden, 5, 6, 7. Da gar keinen Schaden. Lass mal. So. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Wobei, was ist mit ihm hier? Hi. Wusste ich doch, dass ich gegen dich nicht gekämpft habe. Auf Wiedersehen, Vögelchen. Und Level 30, sehr schön. Welches Pokémon? Du hast noch den XP-Teiler. Warum tust du das denn? Wir haben alle die Affen, die Wasseraffen hier. Was soll das denn? So. Nein. Hier. Ah nein, ich hab's nicht. Ich hätte Move machen müssen. Ne, hier. Item Gift. Ist das kompliziert? Es gibt so viele Möglichkeiten. Bitteschön. So. Dann geht's weiter auf Route 104, auf der es keine Musik gibt, sondern nur Regen. Also schlaf gut. Gute Nacht. Oh! Das ist ein cooles Pokémon, das mag ich. Sollen wir versuchen, das zu fangen? Wir gucken mal. Das ist voll irritierend. Ich könnte einfach direkt einschlafen. Mit dem Regengeprassel im Hintergrund. Ganz wild. Dann, wie viele Pokébälle? Ich habe neue gekauft. Ha. Ach, das wird gar nicht so leicht ohne Hyperbälle. Okay, es ist im ersten drin, mit dem im ersten Superball. Ich habe gar nichts gesagt eigentlich. Critical Boost. Yay. Sehr schön. Okay. Direkt nochmal heilen, dankeschön. Nein, danke. Auch wenn ich Kadimani cool finde, aber nein, danke. Übertrank. Ist da unten noch ein Item? Ha. Wo muss ich denn hin? Muss ich hoch oder runter? Oh, hoch nicht. Dann gucken wir mal, was oben ist. Der Vogelgarten. Okay. Ich dachte, ich könnte da rechts vorbeilaufen. Das sind gar keine Vögel. Doch jetzt. Das ist kein Vogel. Hi. Oh nein, ist weggelaufen. Und es regnet. Oh nein, die arme Ente. Was wird sie nur tun, wenn es regnet? Entenfutter.
kann nicht aus der Tür gehen. Was mache ich denn jetzt mit dem Entenfutter? Wo ist das denn? Nirgends sind meine Items, okay. Ist das hier irgendwo auf der Route oder... Oder wo kann das sein? In ihrem Garten war es aber nicht, ne? Wenn ich hier durchs Gras laufe. Ah! Nee, danke. Dann laufen wir mal weiter. Keine Ahnung. Suche einen Vogel. Das seltene Pokémon, das du gefangen hast. Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, ja gut. Ach, das hat ganz schön viel Schaden gemacht. Mehr als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. So. Und das direkt dahinter, auch wild. Hallo, Kanimani. Das hat wenig Schaden gemacht. Meine Attacke ist daneben gegangen. Das ist auch nicht nett. Dass das Eis zahlen kann, ne? So ein Kanimani, was soll das denn? Ja, es ist gruselig. Ja, das Kanimani oder welches davon? Was war das gruselige Pokémon? Das hier war wahrscheinlich das gruselige. Ah ja, das gibt's ja in den Ruinen. Wenigstens machen sie das auch so, dass die Pokémon dann wirklich die sind, die es auch auf den Routen gibt. Ich will echt nicht gegen dich kämpfen. Was ist das? Das ist ein Megastein. Kämpft ihr gegeneinander? Tut mir leid, ich wollte nicht stören. Tut mir leid. Aus Versehen, aus Versehen. Flammenwurf. Und was haben wir hier? Hm. Oh, das trifft beide. Au. Okay. Das macht alles erstaunlich wenig Schaden. Gehen wir mal. Boah, warum mache ich da so wenig Schaden drauf? Was mit Vulnona los? Warum macht das so wenig Schaden? Das ist ja wild. Warum will das die ganze Zeit... Ah, das ist gar keine Gesteinsattacke mehr, okay. Warum ist das keine Gesteinsattacke mehr, okay? Okay, habe ich schon okay gesagt? Das ist ja wild. Au. Little Nip. Oh nein, jetzt war eine Attacke daneben gegangen. Toll. Okay. So. Jetzt hat es keine Chance mehr, ich bin ganz sicher. Ah, oh, so knapp hätte ich mal lieber das angegriffen. Na gut. Wiedersehen. Und das andere sollte dann auch jetzt diese Runde down gehen. Giftzahn. Ich meine, der Stauner können wir dafür wegtun. Auch wenn das seine Step-Attacke war, seine einzige Geister-Step-Attacke. Aber kann man nicht ändern. Ist halt jetzt so. Ah, Quatsch, okay. Oh, ist das Fee? Auf der Entwicklung schon. Ich dachte, das wird erst noch Fee. Hups. Das wusste ich nicht. So. Psywelle. Ich habe das Gefühl, sie fokussen hier ein Pokémon raus. Das finde ich nicht nett. So, der Fisch war schon mal weg. Meryl auch. Sehr schön. Hoho. Auch hoho. Oh, das Item. Absol. Habe ich aber nicht. Aber gut zu wissen. Tech-Tast, dich habe ich doch jetzt schon gefangen. Oh nein, meine Catch-Chain. Oh nein. Die Catch-Chain, die schon bei 1 war. Ja, Das ist doch schön. Legendäres. Und Kanimani, das ist auch sehr fein. Na gut, ich gehe mal eben zum Heilen.
Ihr Pokémon habe ich leider bisher nicht entdeckt. Das ist eine traurige Geschichte. Das ist auch nicht am Anfang der Route. Wieso kann ich nicht flüchten? Das ist nur ein Kanimani. Warum bist du so langsam, dass du von einem Kanimani... Das war die Attacke, die ich einsetzen wollte. Die macht sehr viel Sinn. Super. Klasse. Yeah, level up. Ich dachte gerade da hinterm Baum, aber das ist nur eine Blume. Wir setzen mal hier unseren Starter nach vorne. Oh! Kleine Spinne. Willst du nicht kämpfen? Ah. Ah, doch. Er will doch kämpfen. Okay. Ich war kurz verwirrt. Und tschüss. Noch was? Vigo. Ah. Ja. Tschüss. Gecrittet. Sehr schön. Das sieht man doch gerne. Geht's hier nicht weiter? Oh. Au. Knöchel. Ich wusste nicht, dass ich da runterhüpfe. Au. Ach. Sieh nur. Pass auf es auf. Ich habe gut aufgepasst. Ich habe das Gefühl, die Walreißer wollen es fressen. Aha. Hinter den Mongshaws und über dem großen River lebt der König des Lichts, der König im Amber, okay. Mit ihm beginnt unser Leben, mit ihm endet unser Leben. Dramatisch. Oh, oh Gott, ah, das arme, was, wer ist hinter der Ente her? Der Tod höchstpersönlich. Ach du meine Güte. Oh, ich glaube, davon müssen wir es retten. Etwas kommt, oh. Oh, das ist gefährlich. Oh, 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 oh. Drachenklaue. Wieso, ist das ein Witz? Was kannst du Drachenklaue? Wenn ich, kann ich das fangen? Ich glaube nicht. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass das okay ist, dass der Drachenklaue kann. Das kommt mir höchst illegal vor, bin ich ganz ehrlich. Warum sind Knaxel hinter dem armen Pokémon her? Was soll das? Knaxel, die keine Knaxel sind. Gefährlich. Oh, Level 45! Vor allem, dass er Schwertanz einsetzt. Was ist denn da los? Und warum kann er Drachenklaue? Das kommt mir höchst OP vor. Aber gut für XP. Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Ach du meine Güte. Nein! Was geht denn die Attacke jetzt daneben? Die ist noch nie daneben gegangen. Aber jetzt. Toll. Geh hier. Herzlichen Glückwunsch. Okay, wir sollten nicht nochmal gegen eins kämpfen. Ich glaube, es ist vorbei. Gut. Ah, ich komme nicht durch die Tür. So, hier bitte deine Ente. Eine Karte. Okay, super. Oh, Full Restore. Das kann man immer gebrauchen. Ah, aha. Oha, alle kriegen 2000 XP. Cool. Oh. Ente, geh aus dem Weg. Nein, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Dankeschön. Ich möchte dich auch nicht im Team haben. Guten Tag, ich bin zurück. Ich weiß auch nicht, was passiert ist. Ehrlich gesagt, das war ganz wild. Ganz wild. Wäre der andere Weg schneller gewesen? Hm. Der Tod ist hinter der Ente her. Okay. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. Walreißer ist auch ein sehr cooles Pokémon. Ach ja, doch, hier war ich. Du bist kein cooles Pokémon. Lass mich in Ruhe.
Dankeschön. Okay, oh. Doch nicht okay. Ich dachte, ich hätte es durch die Wiese geschafft. Oh, du. Oh, wir haben nicht gekämpft. Nimm das nicht persönlich. Das war aus Versehen. Ich kann schon froh sein, dass das nur ein Schalocco war und nicht. Wobei, vielleicht hätte ich mehr Schaden gemacht, wenn es ein Drache gewesen wäre. Mit meinem Trikefalo. Vielleicht wäre es besser gewesen. Rasierblatt. Sehr schön. Oh, nochmal Rasierblatt. Sehr schön. Nicht daneben gegangen. Ich bin so stolz. So gut. Synthese. Warum nicht? Ist hier irgendwas? Warum kann ich da hinlaufen, wenn da nicht mal ein verstecktes Item ist? Was soll das? Ich kann nicht durch den Torbogen laufen. Jemand muss sich retten. Was ist denn das für ein Item? Aha, das kann man verkaufen. Okay. Die Trainingssafari. Aha. EV-Training. Ah ja. Okay. Nein, das... Oh nein. Toll. Oh, das ist ein Item. Was ist das? Was ist es? Was ist das? Ich will den goldenen Käfer. Ich will das goldene... Wie heißt es denn? Potrott. Oh nein, ich hätte es fast gehabt. Ja klar, das kannst du dir... Ich kann es ja jemand anderem erzählen. Ich habe ja gesehen, wie wenig ich das fast gehabt habe. Okay. Ich hab doch einen Netzball. Oh, ich habe das goldene Potrott gefangen. Krieg ich dafür was? Habe ich was gewonnen? Drachenpuls. Oh, ich habe Drachenpuls gewonnen. Okay. Ich würde sagen, diese Attacke geht jetzt. Sie macht nämlich nicht mehr genug Schaden. Tut mir leid. Ha, es ist Gold und Käfer. Was ist Gold für ein Typ? Das ist ja wild. Okay. Ja, einfach mal ein goldenes Pokémon gefangen. Cool, cool. Ich möchte das Item hier hinten. So. Was haben wir hier? Ah, okay. Gibt es hier denn noch mehr Items? Cool, ich bin Kreis gelaufen. Auch nett. Aber da sitzt jemand. Hallo? Ganz schön friedlich hier. Ja klar, wenn es nicht die ganze Zeit regnen würde. Man kann die Pokémon nicht fangen, aber es ist perfekt zum Trainieren. Ja, das ist ganz cool hier. Muss ich sagen. Oh. Eine TM. Trugschlag, oh. Kann man mal machen. Gehen wir mal ins Safari-Haus. Hier gibt es bestimmt die ganzen entsprechenden Items. Okay. Erstmal heilen, wenn man schon mal kann. Safari-Bären, ah. Oh. Pokémon werden dadurch freundlicher, toll. Aha. Gut zu wissen. XP-Teiler, kann man hier noch einen kaufen? Wild. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's aber mit der heutigen Folge. Morgen geht es weiter, dann kommen wir hoffentlich in der nächsten Stadt an. Sollte jetzt nicht mehr allzu weit sein. Bis dahin, macht es gut und Mirio.